Hallo zusammen, ich bin immer noch die Anne und es ist immer noch der Manuel, der David dabei. Wer gerade neu zugeschaltet hat, wir haben zusammen eine halbe Stunde Intervall gemacht und jetzt machen wir noch eine halbe Stunde Body Balance. Body Balance ist eine Mischung aus Yoga, Tai Chi und Pilates und da wir heute nur die 30 Minuten machen, werden wir nur die Mischung aus Tai Chi und Yoga zusammen machen. Ihr könnt wieder eure Optionen benutzen, macht es einfach mit, was geht. Und dann starten wir auch hier jetzt direkt mit dem Warm-up aus dem Tai Chi. Die Füße sind hüft- bis schulterbreit geöffnet. Eure Knie sind leicht gebeugt. Atme nochmal tief durch. Und dann geht's los nach oben zur Decke. Mit der Einatmung zieh dich hoch und lass locker. Atme ein und aus. Ein und aus. Die Arme werden lang. Und nach unten hin beugen wir beide Knie und hängen ganz locker aus. Komm jetzt bis auf die Zehenspitzen nach oben und wachs noch ein Stück weiter in die Länge. Atme tief ein und locker aus nach unten. Die letzten Wiederholungen. Einer mehr noch, bleib oben, öffne die Füße und komm nach unten. 4, 3, 2, klapp über die rechte Seite hoch. 4, 3, 2, klapp und über links hoch. 2 Stück noch. Beug die Beine, setz dich tief und beweg dann den Oberkörper. Einmal mehr. Jetzt nimm die Arme zur Seite, zieh sie ran zu dir und schieb locker mit den Händen weg. Die Fußspitzen rechts heben ab und auch der Oberkörper bewegt sich mit. Atme ein und atme aus. Ganz entspannt. Wechsel die Seite, bring die Arme vor und mach das Gleiche zu dir. Atme ein, atme aus und schieb weg mit den Handrücken. Atme ruhig. Letztes Mal. Komm nach unten und wieder nach oben. Das geht. 4, 3, 2, klapp. Komm nach rechts. Sitz tief in die Knie und zieh nach links. Beweg den ganzen Körper mit. Einmal noch. Und wieder locker über die Seite. Atme ein. Lass los und atme aus. Wie eine Welle zu dir und von dir weg. Löst die Fußspitze vorne und beug das linke Knie. Wechsel die Seite. Komm nach links. Zieh die Arme ran. Und schieb mit den Handrücken wieder weg. Deine Finger sind entspannt. Die Knie sind weich. Komm über unten nach oben. Und ein letztes Mal der Klett. 4, 3, 2, nach rechts. Und hoch. 4, 3, 2, atme aus, nach unten und ein über die Seite. Letztes Mal. Bleib oben. Und dann machen wir uns jetzt weiter warm mit dem ersten Sonnengruß. Löst die Arme, setz die Hände nach unten und wander zu deinem rechten Fuß. Von hier aus geht's in den Down Dog. Setz die Füße hüftschmal auf, schieb dein Steißbein zur Decke. Die Fersen heben ab, die Knie beugen und jetzt mach dir den Rücken ganz, ganz lang und so gerade wie möglich. Atmen fließt, wir kommen ins Brett, roll dich nach vorne, zieh das Kinn ran und dann setz jetzt die Knie einmal an, auf die Matte, die Fußspitzen auf, zieh die Schulter nach hinten, spann den Bauch an, Krokodil, geht langsam tief. Und jetzt stoppen die Arme neben dem Körper. Bleib kurz hier. Zieh die Schultern nochmal zurück. Und leg dich dann ganz ab auf den Bauch. Spann die Beine und den Po an. Baby Cobra. Heb die Brust ab. Und schieb beide Rippen nach vorne. Spann die Schultern. Blick geht nach vorne. Zurück in den Down Dog. Schieb dich hoch und machen das Ganze ein bisschen schneller. Atme ein ins Brett, roll dich vor,
entweder auf den Knien oder bleib auf den Füßen. Tief ins Krokodil mit der Ausatmung. Ganz langsam und kontrolliert. Atme ein in die Cobra oder in den Updog, ganz nach oben. Brust streckt, Po spannt an. Down Dog. Schieb das Steißbein zur Decke, atme aus. Atme ein ins Brett, roll dich nach vorne. Bring die Schultern über die Handgelenke und komm noch einmal langsam tief. Kraft in den Armen, Kraft im Bauch. Abdog, lass die Vorderseite lang werden. Down Dog, wir ändern den Flow. Heb die Fersen ab und setz jetzt deinen linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Lara Lunge, hinteres Bein streckt, Schultern zurück. Mit der Einatmung heb den linken Arm und dreh dich zurück. Spür die Rotation im Rücken. Mit der Ausatmung setz ab und komm über die Hocke mit deinem rechten Fuß nach vorne. Schultern tief, gleiches Spiel. Dreh dich zurück, öffne zur Seite. Mit der Ausatmung setz ab, über die Hocke. Wieder der linke Fuß vor. Streck das rechte Bein. Atme ein. Und dreh die Brust zu uns. Streck dich lang zur Decke. Atme aus. Über die Hocke. Der rechte Fuß vor. Brust raus. Atme nochmal ein. Werd lang. Mit der Ausatmung. Setz ab. Und komm in die ganze Vorbeuge nach vorne. Bauchnabel nach innen. Die Arme über die Seite hoch in den gestreckten Berg und schieb die Hüfte ein Stück vor. Greif dann hinterm Rücken ineinander, zieh die Schultern zurück, Brust raus. Atme nochmal ein, Arme hoch. Bleib hier, bleib bei deiner Atmung. Hüfte vor, Schultern entspannt. Und dann geht's in Sonnengruß Nummer 2. Atme aus, ganze Vorbeuge, Rücken rund, Knie ruhig leicht gebeugt. Leg die Hände an die Schienbeine und mach den Rücken lang. Werd dann wieder rund und setz den rechten Fuß zurück in den Lunge. Großer Schritt, Schultern tief, Down Dog. Schieb das Steißbein zur Decke, auch hier gerne leicht gebeugt Knie. Und roll dich vor ins Brett. Spann den Bauch an, Krokodil. Auf den Füßen oder auf den Knien. Atme ein, Up Dog. Und komm zurück, Down Dog. Bleib hier und heb jetzt dein rechtes Bein nach oben an. Dreibeiniger Hund. Beug das Knie und öffne die Hüfte zur Seite nach hinten. Schultern gerade. Heb die linke Ferse ab und setz den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Ferse hinten absetzen. Atme ein, in den Krieger 1. Blick zu mir, atme aus, Krieger 2. Dreh den linken Fuß nach vorne. Zieh dich vor, Windmühle und über die Hocke wechsel die Seite. Linker Fuß vor, rechte Ferse setzt ab. Atme ein, Krieger 1. Atme aus, Krieger 2 zur Seite. Nach hinten und dann zieh dich wieder lang. Setz die Hände ab und komm in die Vorbeuge. Atme aus. Rücken rund. Atme ein, mach den Rücken lang. Und spür die Dehnung in der Rückseite. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Setz jetzt den linken Fuß zurück. Großer Schritt, langer Lunge. Down Dog. Steißbein zur Decke. Langer Rücken, lange Beine. Atme ein ins Brett. Knie oder Füße, komm ganz langsam nach unten. Arme eng. Sehr schön. Up Dog oder Baby Cobra als Option. Atme aus, Down Dog. Bleib hier. Und heb jetzt dein linkes Bein, das nach vorne zu uns zeigt. Beug dieses Knie und öffne die Hüfte. Atme weiter, halte kurz. Heb die rechte Ferse vom Boden an. Schieb den Fuß vor. Setz die rechte Ferse ab. Krieger 1, einatmen. Dreh
Trigger 2 nach hinten, Ausatmung. Werd lang, zieh dich vor, setz ab und über die Hocke wechsel das Bein. Rechter Fuß vor, linke Ferse setz ab. Atme ein, Trigger 1. Atme aus, Trigger 2. Sink tief mit dem Bein. Zieh dich nach vorne, setz ab und komm in die Vorbeuge. Atme aus. Atme ein, mach den Rücken lang. Streck die Beine vielleicht noch ein bisschen mehr. Atme aus, Rücken rund. Und mit der Einatmung komm in den gestreckten Berg. Okay, dann sind wir jetzt warm genug. Komm zur Mitte deiner Matte. Und dann machen wir eine Runde Balance. Füße nebeneinander. Such dir einen Punkt. Und dann starten wir mit dem rechten Fuß. Nimm ihn auf, greif von innen. Mit der Einatmung heb den linken Arm. Und mit der Ausatmung komm in den Tänzer nach vorne. Dein Standbein darf leicht gebeugt sein. Der Fuß hinten drückt in die Hand. Und die Brust streckt nach vorne. Öffne jetzt dein Knie zur rechten Seite. Und nimm vielleicht noch ein kleines Stück. Standbein immer noch gebeugt. Komm in den Stern, lass los und streck dich lang. Ganz lang auseinander. Bauch bleibt fest. Krieger 3. Schieb dich langsam tief. Schieb die Brust zum Boden. Heb dein rechtes Bein an und beug dein Standbein noch ein bisschen mehr. Komm so weit, wie es sich für dich gut anfühlt heute. Und wenn du absetzen musst, fang einfach wieder von vorne an. Sehr schön. Komm zurück in die Mitte. Mach die Beine und Füße kurz locker. Stell sie wieder unter die Hüfte. Und dann nimm den linken Fuß. Von innen. Atme ein. Deine Hand und spür, wie sich die linke Hüfte öffnet. Brust streckt. Komm zur Seite. Nimm das Knie vielleicht noch mal weiter hoch und konzentrier dich immer noch auf einen bestimmten Punkt. Wir öffnen den Stern, streck dich lang, halt die Schultern weg von den Ohren, Standbein gebeugt. Und der Krieger 3. Nimm die Arme an die Seite, die Daumen nach außen und dann schieb dich mit dem Oberkörper ganz weit nach unten. Linkes Bein hebt an, beugt dein rechtes Knie und zieh die Schulterblätter noch ein Stück weiter zurück und zusammen. Komm langsam hoch. Ein Hammer noch. Setz die Füße zusammen. Komm hoch mit der Einatmung und setz den Po jetzt tief im Tanz mit der Ausatmung. Spann den Bauch wieder fest an, nimm die Schulter nach unten und streck die Brust. Vielleicht noch ein Stück tiefer, nur so weit, wie du gehen kannst. Und dann setz ab. Sehr gut. Komm nach unten ins Sitzen. Wir kommen zur Hüftöffnung. Deine linke Ferse die rechte Pobacke. Der rechte Fuß entweder auf dem Boden, auf den Unter- oder Oberschenkel. Mit der Einatmung heb den linken Arm an. Mit der Ausatmung zieh zur Seite. Beide Gesäßhälften bleiben ganz fest auf der Matte. Und die obere Schulter links zieht noch ein kleines Stück zurück nach hinten. Dein Blick entweder zur Decke oder auf dem Boden vor dir. Wenn du Spannung im Knie statt in der Hüfte verspürst, leg den Fuß etwas weiter vorne. Atme aus und komm mit der Einatmung über die Mitte zur anderen Seite. Rechte Gesäßhälfte bleibt am Boden. Und auch hier zieh die Schulter nochmal ein Stück weiter zurück.
Hebt die Rippen weg von der Hüfte und lass dich richtig lang ziehen zur Seite. Mit der Einatmung komm nach oben. Zieh dich in die Länge, drück die Knie nach außen und zum Boden. Und dann wechsel die Seite. Rechte Ferse vor die linke Pobacke und der linke Fuß auf deine Position. Atme ein, rechter Arm kommt hoch und mit der Ausatmung sinkst du wieder tief, entweder auf der Hand oder auf dem Unterarm. Dreh dich jetzt so, wie es sich für dich gut anfühlt, vielleicht ein Stück nach vorne, vielleicht auch wieder ein Stück zurück. Ganz tief durchatmen, entspann auch die untere Schulter. Atme aus und komm mit der Einatmung nach oben und zur anderen Seite. Nutze auch hier deine Position, ob vorne, ob hinten. Und vielleicht kannst du auch noch dein Gesicht ein bisschen mehr entspannen, ganz locker lassen. Tiefe und lange Atemzüge. Mit der Einatmung komm nach oben. Zieh dich in die Länge, Schultern tief, Knie nach unten. Und dann bist du langsam auf. Wir kommen zur linken Seite, entweder in die 90-90-Position oder wenn ihr möchtet, dreht die Hüfte mit in den Schwan. Die Arme kommen vor und der Oberkörper legt locker ab. Es kann auch für dich etwas weiter oben sein. Dreh die Hüfte nach rechts oder links. In deine Position. Versuch ganz locker zu lassen. Komm nach oben. Und wenn du kannst, greif den hinteren Fuß von innen und dreh die Brust und Hüfte wieder nach vorne. Wir dehnen den Oberschenkel, indem wir etwas weiter vorkommen. Und wenn ihr die Meerjungfrau kennt, dürft ihr gerne mitkommen. Wenn es zu viel ist, bleib in einer Position. Streck die Brust noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Lass die Hüfte locker. Komm zurück und wechsel die Seite. 90-90 oder die Hüfte geht mit in den Schwan. Wander mit den Armen vor, leg den Oberkörper ab. Und entspann dich ganz. Deine Beine sind locker. Der Oberkörper und deine Arme. Auch hier tiefe und lange Atemzüge. Genieß die Position. Komm hoch. Wenn du kannst, greif den hinteren Fuß. Und dreh Brust und Hüfte wieder vor. Gerne ein Stückchen tiefer arbeiten, etwas intensiver. Und auch hier gerne in die Meerjungfrau, wenn ihr möchtet, wenn ihr könnt. Brust streckt, Hüfte entspannt. Spür den Oberschenkel, spür die Länge. Löst dann auch hier auf und komm in den Spagat. Die Beine dürfen gebeugt sein, sie können gestreckt sein. Gewicht auf beiden Gesäßhälften. Atme ein und lass dich dann nach vorne fallen. Spür die Öffnung auch hier wieder an der Innenseite, an den Oberschenkeln, an der Hüfte. Blick zum Boden. Dich jetzt zu deiner rechten Seite. Heb den linken Arm und lass die linke Seite wieder in die Länge wachsen. Schulter vor oder zurück, wie es für dich am bequemsten ist. Mit der nächsten Einatmung komm über die Vorderseite nach links. Heb den rechten Arm und zieh dich auch hier nochmal lang. Heb die Rippen voneinander ab, zieh sie in die Länge. Noch einmal.
ein Stück weiter als vorhin. Genießt die letzten Sekunden. Und kommt dann zurück. Und jetzt auf deine Knie in den Vierfüßlerstand. Wir machen weiter mit den Twists. Öffne die Knie etwas weiter. Nimm den rechten Arm, schieb ihn unter deinem linken Arm durch und leg den Kopf ganz entspannt am Boden ab. Hier muss nichts ziehen, nichts wehtun, nichts anstrengend sein. Nur die Bewegung in der Wirbelsäule zählt. Und um dir etwas stärker zu machen, drück gerne die linke Hand sanft etwas mehr in den Boden. Und spür, was das mit deinem Schultergürtel und deiner Wirbelsäule macht. Komm nach oben, setz die linke Hand in die Mitte und öffne dich zu deiner rechten Seite. Spann jetzt die Innenseiten deiner Beine an und zieh den Arm zur Decke. Öffne die Brust nach rechts. Hier aus dem Rücken heraus. Setz dann langsam ab und wechsel die Seite. Linker Arm geht einmal durch. Leg dich ganz entspannt ab auf den Kopf. Die Handfläche ist am Boden und die Beine sind locker. Lass die Atmung wieder bewusst fließen. Und drück dann sanft deine rechte Hand noch etwas weiter in den Boden. Und hier ein kleines Stück mehr. Komm langsam hoch. Rechte Hand in die Mitte. Linker Arm öffnet. Und auch die Brust zieht zur Seite. Versuch dich jetzt noch etwas länger Richtung Decke zu ziehen. Drück die Knie ein kleines bisschen zusammen. Zurück. Leg den Kopf zu deiner rechten Seite ab. Komm in Rückenlage. Zieh die Knie ran, öffne die Arme und lass die Beine dann zu uns nach vorne fallen. Wenn es sich heute gut für dich anfühlt, kannst du gerne das obere Bein strecken und den großen Zeh umgreifen. Atme aus und dreh den Kopf jetzt nach hinten. Spür die Bewegung in deinem ganzen Rücken. Löst langsam wieder auf. Komm zurück ins Sitzen. Wir machen weiter im Kreuzsitz. Rechtes Bein entweder gestreckt oder gebeugt unter dir. Greif mit der rechten Hand dein linkes Knie, zieh es ganz nah zu dir ran. Und setz die linke Hand hinter dir auf der Matte auf. Mit der Einatmung schieb dich hoch. Und mit der Ausatmung rotier ganz weit nach hinten. Nimm auch den Blick zurück über die Schulter. Und versuch beide Gesäßhälften, vor allem die linke, ganz fest am Boden zu halten. Wenn du etwas weiter gehen willst, greif den linken Fuß. Streck das Bein ein kleines Stück. Und nutzt es, um noch etwas mehr nach hinten zu rotieren. Zieh den Rücken lang. Und wenn du die Stabilität hast, nimm den linken Arm nach hinten und zieh die Schulterblätter nochmal schön weit zusammen. Sehr schön. Mach das gleiche auf der anderen Seite. Linkes Bein entweder gestreckt oder gebeugt. Gesäßhälften am Boden. Dein linker Arm greift das rechte Knie. Zieh das ganz nah ran und die rechte Hand setzt ganz nah hinter dir auf. Mit der Einatmung zieh dich in die Länge über den Scheitel und mit der Ausatmung dreh dich zurück. Hier darfst du ruhig eine leichte Dehnung an der Außenseite oder an der rechten Gesäßhälfte spüren. Greif jetzt wieder den linken Fuß, streck das Bein nach oben. Und nutze es, um noch etwas weiter in die Rotation zu kommen. Wenn du sicher sitzt, heb den rechten Arm an und benutze die beiden Arme als Hebel. Zieh dich eng zusammen, dreh dich zurück.
Sitz ab, dreh den Kopf nach links und komm noch einmal in Rückenlage auf die Matte. Knie zu dir, Arme öffnen. Lass die Beine zu uns nach vorne fallen. Und auch hier, wenn du magst, gerne das obere Bein strecken, Fuß und greifen. Atme aus und nimm den Blick wieder zurück nach hinten. Eine lange Bewegung vom Steißbein über den Rücken bis in den Nacken. Okay, komm zurück in Rückenlage. Setz die Füße nebeneinander auf. Leg die Fußflächen jetzt aneinander. Und lass die Beine einmal nach außen fallen. Die Arme kommen über den Kopf, an die Ellenbogen. Und wir bleiben zum Abschluss im Schmetterling. Letzter Track. Entspann dich ganz. Du kannst gerne die Augen schon schließen. Wir dehnen noch unsere Innenseiten und die Rückseiten unserer Beine. Entspann die Schultern. Spür deine Atmung in der Brust oder im Bauch. Stell beide Füße auf. Streck dein rechtes Bein zur Decke. Und greif die Rückseite entweder unterhalb von deinem Knie oder oberhalb vom Knie. Ziehst du dir ran. Und wenn du willst, streck dein linkes Bein ganz lang aus. Die Füße können locker bleiben, aber versuch die Kniekehle komplett zu öffnen. Vielleicht merkst du, dass du mit der Zeit etwas nachgeben kannst und noch etwas tiefer kommst. Setz langsam ab und wechsel die Seite. Linkes Bein hoch, streck es ganz durch und greif die Rückseite am Unter- oder am Oberschenkel. Und wenn es sich gut anfühlt, streck das andere Bein lang aus oder halt es aufgestellt. Spür die Dehnung jetzt in der gesamten Beinrückseite hin. Nimm nochmal ganz bewusst tiefe Atemzüge auf und entspann dich mit der Ausatmung. Happy Baby, nimm die Füße nach oben, greif entweder von innen oder von der Außenseite und zieh die Knie neben den Körper. Kopf und Schultern liegen auf und der Rücken wird ganz, ganz locker. Wenn du magst, greif am großen Zeh und öffne die Beine nach außen. Dann haben wir noch einen leichten Stretch an der Innenseite. Und wenn du heute nicht so weit gehen möchtest, dann bleib im Happy Baby. Gib bei jedem Ausatmen etwas mehr nach. Lass die Schultern auf der Matte liegen. Unteren Rücken am Boden. Bring dann deine Füße langsam wieder nach innen. Komm zurück in den Schmetterling. Leg die Beine ab, Knie nach außen. Und bring die Arme über den Kopf. Schließ die Augen für den letzten Augenblick. Entspann dich. Spür, wie locker dein Körper ist, wie entspannt Schultern, Hüfte und Beine sind. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Stell dann langsam beide Füße auf.
Lass die Knie zu einer Seite fallen und roll dich über die Seite nach oben ins Sitzen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid jetzt ganz entspannt. Einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.